Mein Name ist Minori Nakamura. Das ist mein erster Besuch in Salzburg. Ich freue mich, hier zu sein. Dankeschön. Vielleicht gleich ganz kurz, wie ist der erste Eindruck von Salzburg, das erste Mal? Also ich bin erst, also ich rede jetzt in der Ich-Form, ich bin erst heute nach Salzburg gekommen und hätte natürlich gerne sehr viel von Salzburg gesehen, auch natürlich Mozart und so weiter, weil ich klassische Musik sehr liebe. Aber ich habe leider keine Zeit. Morgen geht die Reise schon wieder weiter. Aber ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Gut. Vielleicht, was waren denn, das Buch ist ja 2010 schon erschienen in Japan. Was waren denn die Umstände vielleicht, unter denen das Buch entstanden ist, bevor wir ganz kurz was zum Inhalt sagen, ganz, ganz basal. Ich bin hier.高校生が、なぜ人を殺してはいけないのかっていうことを質問して、すごい問題になったことがありました。人を殺してはいけないことは当たり前なんですけども、その当たり前のことを通って、それで日本の知識人の人たちがうまく答えられなかったっていうことがあって、それに対する答えを自分なりに書こうと思ってこの小説を書きました。で、それは同時に、テロリズムの問題に対する答えにもなっていると思います。 Vor 10 Jahren hat ein junger Mann im japanischen Fernsehen die Frage gestellt, warum darf man eigentlich nicht töten? Warum darf man keine Menschen töten? Und diese Frage hat in Japan großen Wirbel verursacht, weil es ja eigentlich selbstverständlich erscheint, dass man nicht töten soll. Und das Problem oder der Punkt ist, dass viele Intellektuelle und auch Schriftsteller auf diese Frage eigentlich keine gute Antwort geben konnten. Sie gerieten in Verlegenheit. Und das war der Anlass zu diesem Buch. Herr Nakamura wollte eigentlich mit diesem Buch dieses Thema, also diese Frage thematisieren und die Leute zum Nachdenken bringen. Das ist der Anlass zu diesem Buch. Genau. Und vielleicht jetzt ganz kurz, also das Buch ist ja sehr neu, ich weiß nicht, ob schon viele von Ihnen die Gelegenheit hatten, das Buch zu lesen. Ganz kurz zusammengefasst, der Protagonist, Kuki Fumihiro, ist Sohn einer mächtigen japanischen Familie und es gibt eine etwas seltsame Tradition in dieser Familie, dass man den jüngsten Sohn, der meist auch sehr spät gezeugt wird, zu einer Art Pest, zu einem Geschwür für die Gesellschaft heranzieht. Dieser Sohn soll dann quasi das Schlechte über die Menschheit bringen. Und wir folgen in diesem Buch diesem Protagonisten und wie er im Endeffekt auch versucht, mit dieser Rolle, die ihm zugeteilt wurde, umzugehen. Vielleicht hören wir uns gleich die erste Textstelle an, die auch ziemlich zu Beginn des Buches ist. Also Sie bekommen auch gleich einen der ersten Eindrücke, die man von dem Buch als Leser bekommt. Ach so, das ist nicht. Saki? Nihon. Ah, okay. Gut, also erst auf Japanisch. Ein paar Minuten. Um den Eindruck zu bekommen. 過去、今からお前の人生において重要なことを話す。11歳の時、父が僕を書斎に呼んでそう言った。
年老いた父は立ち上がるのもけだるいのか、黒のスーツを着たまま革のソファーに深くもたれていた。カーテンの隙間から落ちていく日の光が漏れている。そのオレンジの光は線を作り、父の顔を逆光で影にしている。僕はまだタイヤに土がついたままの赤いラジコンを手にし、その広く冷えた書斎の中で自分の体の小ささを感じていた。あの時、父の口からはかすかなアルコールの匂いがした。お前の教育について、しかしそれはお前に期待しというわけではない。この世界に一つの蛇を残すためだ。お前は私の手により一つの蛇になる。悪のかけらと言ってもいい。父の顔は見えなかったが、おそらく笑ってなどいないように思えた。いつも彼が浮かべる動きのない無表情に違いなかった。私の他の子供たちはもうすでに成人し、社会において重要な地位を占めている。しかしそれは彼らが勝手に生まれ、勝手にそうしたいに過ぎない。だがお前の命は私が一時に作った。60歳を超えた時、これは私の、いや我々の家系で時々行われることだと。父の顔はまだ逆光で見えない。ジャとはこの世界を不幸にする存在だ。誰もこの世界に生まれたくないと思わせることを望み、少なくとも善の輝く世界ではないと思わせるための。ドアがノックされ、父が合図するとまだ若い家政婦が入ってきた。家政婦は目がはっきりと大きく、鼻筋が通り唇が薄く、おそらく父の好みの傾向なのだと僕は思った。この屋敷には少なくとも7人の家政婦がいた。彼女が何かを小さく父に告げると、父はうなずき、ここに通せとつぶやくように言った。一番新しい記録は大正になる、80年近く前。家政婦が静かに部屋を出ていく。我々の先祖の男が60歳を超えた時、その風習を復活させた。この世界に蛇を生む風習を。その男は自分の人生の終わりを意識するようになっていた。自分の人生が終わるのにこの世界は終わらない。彼はそのことが許せなかった。全てを手に入れた彼の人生の中で、彼は私と同じように傲慢だったのだ。自分の命が終わるのなら、全てが終わらなければならない。そして大正4年6月18日、若い女との間に子供を作った。この世界を終わらせる、いや、正確に言えば、この世界にふとして働く存在、この世界を少しでも不幸にする存在を。彼はその子供が、この世界の蛇になるように育てた。その子供は有能な蛇になった。さまざまな人間を不幸にするのが確実な、この世界にカジノをないと思う人間を増やすことになるのが確実な存在になった。老人は病に浮かにいながら、その死にそれほど恐怖を感じなかったという。あの蛇が不幸にした人間がさらに不幸を生み、次々と湧く泡のように悪は増えていくに違いないと。それが続いていけば、この世界は終わりに近づく。いや、少なくとも自分の死の後でこの世界が輝くとき、自分の代わりにそこに染み落ちらす存在を作ることができると思った。老人はベッドの上で太平洋戦争の開戦の知らせを聞いていた。その蛇は開戦に向かう流れには無関係だったが、軍人の高官としてあらゆる非道を尽くした。神も目を覆うほどの悪を抱きしWas ich dir zu sagen habe, wird für dein Leben von großer Bedeutung sein. Ich war 11, als mein Vater mich in sein Arbeitszimmer rief. Er trug einen schwarzen Anzug und sank schwer in das weiche Ledersofa. Er war ein alter Mann und das Stehen machte ihn müde. Durch einen Spalt im Vorhang schien die untergehende Sonne. Im orangefarbenen Gegenlicht war Vaters Gesicht nur als Silhouette zu erkennen.Ich umklammerte ein ferngesteuertes rotes Auto, an dessen Rändern noch Dreck klebte, und fühlte mich klein und verloren in dem großen, kalten Raum. Es roch nach Alkohol, als Vater weitersprach. Es geht um deine Erziehung, was nicht bedeutet, dass ich mir große Hoffnungen mache. Ich will ein Geschwür in diese Welt setzen. Unter meiner Obhut wirst du zu diesem Geschwür heranwachsen. Ein Stachel des Bösen.Sozusagen. Ich konnte seine Gesichtszüge nicht sehen, aber es war unwahrscheinlich, dass er grinste oder sonst eine Miene verzog. Wie immer muss sein Blick starr und ausdruckslos gewesen sein.
Meine anderen Kinder sind bereits erwachsen und geachtete Mitglieder der Gesellschaft. Und zwar deshalb, weil sie ungebeten in diese Welt kamen und ihren eigenen Weg gehen konnten. Dich aber habe ich mit einer bestimmten Absicht gezeugt, als ich schon über 60 war. Das hat in meiner, nein, unserer Familie eine gewisse Tradition. Das Gegenlicht blendete mich noch immer. Mit Geschwür meine ich etwas, das die Welt ins Unglück stürzt. Jeder soll sich wünschen, niemals in diese Welt hineingeboren worden zu sein oder zumindest denken, dass es hier nichts Gutes mehr gibt. Es klopfte an die Tür. Auf Vaters Wink hin trat eine junge Hausangestellte ein. Ihre Augen waren groß und klar, der Nasenrücken schlank, die Lippen schmal. Vermutlich war sie genau sein Typ. Auf unserem Anwesen waren mindestens 7 von ihnen beschäftigt. Sie flüsterte ihm etwas zu und er nickte. Sie solle sie hereinbringen, grummelte er. Die Hausangestellte ging leise aus dem Zimmer. Das jüngste Beispiel findet sich in der Taisho-Zeit vor fast 80 Jahren. Als unser Vorfahre die 60 überschritten hatte, nahm er diesen Brauch wieder auf. Den Brauch der Welt, ein Geschwür zu hinterlassen. Er schien zu spüren, dass sein Leben sich dem Ende näherte, die Welt aber nicht mit ihm enden würde. Das konnte er nicht akzeptieren. Schließlich hatte er immer alles bekommen, was er wollte, und er war arrogant, so wie ich es auch bin. Wenn er denn sterben musste, sollte auch alles andere zugrunde gehen. Am 18. Juni 1915 brachte eine junge Frau sein Kind zur Welt. Ein Kind, das eine negative Kraft sein und überall Unglück säen sollte. Es sollte Menschen das Leben zur Hölle machen, sodass sie am Ende glaubten, das Leben hätte keinen Sinn. Und die Saat fiel auf fruchtbaren Boden. Auf dem Sterbebett, heißt es, hätte sich der alte Mann nicht mehr vor dem Tod gefürchtet. Er sei zuversichtlich gewesen, dass die vom Geschwür befallenen unglücklichen Menschen ihrerseits Unglück verbreiten und sich immer mehr Geschwüre bilden würden, wie endlos überquellender Schaum. So würde die Welt langsam, aber sicher für ihr eigenes Ende sorgen. Er war stolz darauf, eine Kreatur gezeugt zu haben, die auch nach seinem Tod an seiner Stadt das Leuchten der Welt in rabenschwarze Dunkelheit verwandeln würde. Noch bevor er starb, erfuhr der Alte vom Ausbruch des Pazifikkriegs. Sein Geschwür hatte damit nichts zu tun, beging aber als hochrangiger Offizier alle denkbaren Gräueltaten, derart teuflisch, dass Gott die Augen verschloss. Sehr stimmungsvollen und sehr schauderhaften Einstimmung. Mich hat beschäftigt, wo diese übermächtige Vaterfigur herkommt, wo die Inspiration dafür lag. Gibt es da ein literarisches Vorbild? Gibt es da Ideen oder steht diese Vaterfigur vielleicht für uns ganz anders? あまり小さい頃あまり幸せではなくて、あまりいい家庭ではありませんでした。Als ich klein war, ein Kind war, habe ich meine Kindheit in einer Familie verlebt, die nicht sehr glücklich war. でももちろんこの小説のここまで悪い家庭ではないです。Es war nicht ganz so schlimm, wie im Roman beschrieben. でもそういうことが多分影響してこれを書いたんだと思います。Natürlich ist das einer der Einflüsse, die, dieses Buch, die in diesem Buch wirken. Wir haben vor 2 Jahren uns ja schon in Wien getroffen. Und ich kann mich erinnern, dass Sie damals schon gesagt haben, dass Kafka auch so ein starker literarischer Einfluss für Sie war. Und natürlich kam das auch sofort wieder auf. Und dann hat man da eben diesen Monstervater auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die Mutter, die das Gute schlechthin ist. Heute ist der Weltfrauentag. Wie würden Sie denken, dass das böse Männliche und das gute Weibliche etwas ist, das in diesem Buch sich durchzieht? Also
Also in meinem Fall war es leider so, dass sowohl Vater als auch Mutter ein kleines Problem für mich waren. So, ですね。でもあのこれにはまあなんか僕の父親があのその僕の祖父ですね、おじいさんからあの自分の父親からすると自分の父親からあの抱きしめられたことがハグされたことがなかったっていうのをあの聞いたことがあって、まあそういう家系なのかなと思ってたんですけど、それには理由があることがあの父が死んだ時に分かりました。Also ich wusste, ich habe von irgendwie erfahren, dass mein Vater von seinem eigenen Vater, also meinem Großvater, nie in die Arme genommen worden ist. Und das habe ich erfahren, als mein Vater gestorben ist. つまりその物理的にハグができなかったということで、それで家庭がめちゃくちゃになってしまったということがありました。Also dass mein Vater nicht also umarmt worden ist, hat einen Grund. Wie Sie alle wissen, ist Nagasaki ist auf Nagasaki eine Atombombe gefallen. Und mein Großvater, also der Vater meines Vaters, hat damals als Zwangsarbeiter in einer Waffenfabrik gearbeitet. Und diese Waffenfabrik ist durch den Druck der Detonation ist, in sich zusammengefallen, und mein Großvater hat sich sehr stark verletzt und konnte sich nicht mehr bewegen. Und das war einer der Gründe, also konnte sich auch später nicht mehr gut bewegen. Und das war einer der Gründe, oder das war der Grund, der wahre Grund, warum mein Vater nie umarmt worden ist. なので僕の父の家庭はそれで壊れてしまったので、つまり戦争というものが一つの家族にまで影響してしまって、そのまた次の世代の家族にも影響してしまうということがあって、なので僕はあの戦争には反対するっていう言論をよく日本でしています。 Wir haben also in unserer eigenen Familie durch diesen, durch dieses Ereignis und durch diesen Krieg haben wir in unserer eigenen Familie das erfahren, wie solche Missverständnisse, weil ich selber gedacht habe, Vater wäre aus mangelnder Liebe nicht umarmt worden, aber das war nicht der Fall, es war wegen dem Krieg. Und dieses Missverständnis hat zu Schwierigkeiten in der Familie geführt, die sich dann wiederum auf spätere Generationen und auch auf mich ausgewirkt haben. Und das ist der Grund, warum ich grundsätzlich gegen Krieg bin. で女性があまり戦争を起こすことはないの で, で僕の小説では何だろう、まあ、憧れも込めて女性には救いを求めるというか、そういう傾向があると思います。 Krieg ist in den meisten Fällen eine Männersache und die Frauen haben in der Regel wenig direkt damit zu tun, und in meinen Werken versuche ich kommen oft auch Frauen vor, die quasi dieses die Rolle, die auch die Funktion oder die Rolle haben, quasi das Positive mit ins Spiel zu bringen, also eine positive Seite, was du vorher angesprochen hast, dass tatsächlich ist das ein bisschen so, dass Männer für das Negative, also zum Beispiel im, im, für
so im Fall von Krieg zum Beispiel für das Negative stehen und Frauen jetzt in meinen Frauenfiguren, in meinen Romanen eher auf der positiven Seite stehen. Und ich, das ist eine Art Rettung, meine Art, mein Beitrag zum, zum Frieden der Welt beizutragen. この小説でも第二次世界大戦の影響が、主人公にも及んでいるというか、そういう面があります。似ているところだと思います。Genau. Und also die Geschichte meiner Familie spiegelt sich natürlich auch in einer gewissen Weise in dem Roman, weil der Zweite Weltkrieg hier eine wichtige Rolle spielt. Hier geht es ja auch ganz stark um, oder ist ein Aspekt des Buchs auch dieser massive Kindesmissbrauch auf so vielen Ebenen. Hat das in der japanischen Rezension Echo gefunden? Stößt das an ein gesellschaftliches Tabu? それは日本では特にタブーではないですし、そのことに対する反響は特になかったです。Also, diese Gewalt ist ja ein zentrales Thema in meinen Büchern und Gewalt, speziell auch Gewalt gegenüber Kindern. Aber es ist nicht so, dass in Japan das irgendwie tabuisiert wäre oder kritisiert werden würde, wenn man darüber schreibt. でもアメリカでこれはアメリカの軍需産業、戦争の悪口をすごく書いたんですけど、それがアメリカでこの本が発売されることになって、最初は少しビビりました。ちょっと怖かったです。Wo ich allerdings kritisiert worden bin, das ist nicht in Japan, das ist eher in, das ist in Amerika geschehen. Und weil ich ja, also nein, das ist, das habe ich erwartet, weil ich in diesem Roman natürlich den Zweiten Weltkrieg und das, was die Amerikaner da auch getan haben, ziemlich stark kritisiere. Und als die englische Übersetzung erschienen ist, habe ich ein bisschen gebibbert, hatte ich ein bisschen Angst, wie darauf reagiert werden würde, als ich nach Amerika gefahren bin und da Lesungen gemacht habe. Und ja. サインをしたときにですね、こういかにもこう筋肉がムキムキ なんかすごく怖そうな男性が君はアメリカの軍の悪口を書いてるねって僕に言ってきたんですけど、でもお前は勇気があるから気に入ったっていうふうに言われました。Also es geschah tatsächlich in einer Lesung respektive Signierstunde, dass ein muskelbepackter Mann, Soldat, also einer, der in der Armee dient, zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja, du hast wirklich Mut, darüber zu schreiben, aber gerade deswegen finde ich dich gut. Suche nach Identität, die darauf folgt und die ja auch stark mit dem Titel des Buches verbunden ist. Und die, wie mir nach der Motivation, das Buch zu schreiben, nach der Antwort, mir auch eindeutig, mir immer klar wird, dass es eine Antwort quasi auf dieses Problem ist. Aber was ist denn nun diese Antwort? Wie könnte man diese Identität von den Protagonisten findet eine klare Antwort? Ich frage, was mit der Maske kann man dann sagen? Kann man das sagen? Ja, ja, das glaube ich schon. Das gut. Ist immer gesagt worden. Okay. Okay. Also soweit dürfen gut. Wir gehen. Okay, der Titel des Buches ist Die Maske. Und das liegt offensichtlich dann daran, der Protagonist hat eine sehr schwierige Phase in seinem Leben. Er weiß dann nicht, soll er überhaupt noch weiterleben. Aber er möchte seine Adoptivschwester Kaori beschützen. Und um das zu machen, hat er irgendwann das Gefühl, er kann das nicht mehr in seiner Identität
in der er gerade steckt. Und er nimmt die Identität eines anderen an und auch das Gesicht eines anderen. Und das ist die sprichwörtliche Maske. Das bringst du mit Mut in Verbindung, oder? Weil du ja vorhin... Oder nein, nicht eher die Entscheidung, Leben zu nehmen, um den anderen zu beschützen. Ist das denn die Antwort darauf, dass man, ob man töten darf oder nicht? Wenn es dem dient, dass man jemand anderen beschützt? Ah, okay, ob das geht nicht weiter. Okay. Ja, so, der Problem ist Physik-Gucker. Man kann ja hier den Detail-Gucker. Skinny-Nam. で、香りを守るためにやっぱり塩をすることですからね。で、それは勇気が必要ですね。で、何かその後はその顔を変えるので、表情を変えるので、他の人のアイデンティティになるので、そのまあそれは別の問題なんですけれども、その誰かを守るために殺してもいいという、発想ってそれについてはどう考えてらっしゃるんですか？いや人を殺してはいいというふうには僕は思っていないです。natürlich. Bin ich nicht der Meinung, dass es okay ist, jemanden zu töten, aus einem bestimmten, aus welchem Grund auch immer.なので、この主人公もそのことについてすごく悩みます。Aber ich wollte einen Helden darstellen, der genau aus diesem Grunde leidet. その悩みの過程が書かれた本でもあります。Deswegen ist es ein Buch auch über das Leiden, und zwar ein persönliches Leiden, aber natürlich gibt es auch viele andere Leiden.